Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade Wochenende, es ist Samstag und ich dachte, ich lege jetzt mal eine kleine Journal-Session ein. Und irgendwie habe ich mir gedacht, könnte ich ja einfach mal wieder die Kamera anmachen. Habe ich ja jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Und einfach mit euch zusammen so ein bisschen was machen. Ich muss euch als erstes erstmal was gestehen. Und zwar, ich habe es wieder versucht. Ich bin gerade wieder dabei, ein Bullet Journal zu führen. Wie ihr wisst, hatte ich ja, ich habe sie sogar hier, Moment. Dieses Jahr zwei Kalender benutzt, nämlich zum einen diesen Ardium Monthly Planner, wo nur diese Monatsübersichten drin sind. Wie ihr seht, habe ich sie auch sehr oft und gut benutzt. Und ich brauche einfach Monatsübersichten, das ist für mich völlig klar. Das ist ein Must-Have für mich bei der Planung. Und dann hatte ich ja letztes Jahr in Prag diesen Kalender hier gekauft mit dieser Wochenübersicht, die hier so oben ist. Und dann hat man unten noch so ein bisschen Platz. Die habe ich teilweise auch sehr gut verwendet. Also vor allen Dingen hier am Anfang habe ich mir recht viel Mühe gegeben, das irgendwie ordentlich zu gestalten. Ich habe das nie großartig irgendwie viel mit Washi-Tape oder so benutzt. Wenn, dann nur so ein bisschen. Dann habe ich eher vielleicht mal gedudelt oder so. Hier ist mal ein Fauxpas passiert. Da hat Karl mir meine Tasse Cappuccino auf den Kalender gekippt. Ja. Also das ist eine Zeit lang ganz gut für mich gewesen. Dann habe ich eine längere Pause zwischendrin mal gehabt. Also ich habe immer wieder mal was eingetragen, aber manchmal habe ich einfach nicht so genau reingeguckt, muss ich sagen. Dann hatte ich jetzt wieder so einen kleinen Anflug. Hier habe ich mal wieder versucht, so ein bisschen mehr zu dudeln und was über die Woche zu schreiben. Ja, und das war dann meine erste dekorierte Woche, denn ich wollte es erstmal mit dem Kalender versuchen, weil irgendwie hat mir das so überhaupt nicht gefallen, dass dann so die beiden Informationen, die ich brauche, also die To-Dos und Tages- oder Wochenübersichten und den Monatsplaner an zwei verschiedenen Stellen zu haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, machst du doch mal ein Bullet Journal. Oh Leute, ey, also ich bin wahrscheinlich davon selber am genervtesten von mir, dass ich mich einfach nicht so wirklich auf irgendwas festlegen kann, was diese ganze Planungsgeschichte angeht. Denn das große Problem bei mir mit dem Bullet Journal ist ja einfach, dass wenn ich es mal eine längere Zeit nicht gebraucht habe, zum Beispiel während eines zweiwöchigen Urlaubs oder so, dann benutze ich das einfach nicht, denn da habe ich meine privaten To-Dos ganz gut auch so im Griff und brauche das nicht. Und dann verfällt das irgendwie und dann war es zumindest bisher immer so der Fall, dass mir dann die Monatsübersicht gefehlt hat, die nächste sozusagen, dass ich dann ordentlich wieder loslegen kann. Und um den Ganzen vorzubeugen, habe ich jetzt zumindest für das Jahr mir die Monatsübersichten hier an den Anfang gestellt und die alle schon mal vorgemalt, damit ich sie eben benutzen kann. Also, da sind sie. Und ich habe das jetzt alles schon so weit eingetragen, wie ich konnte. Und ja, das ist für mich, glaube ich, jetzt erstmal eine ganz gute Lösung. Hier habe ich meine Wochenübersicht und die Monate in einem Buch. Ich habe erst so ein bisschen gestruggelt und wollte eigentlich ein Leuchtturmkalender dafür, weil ich bisher die Erfahrung gemacht habe, dass das Moleskine-Papier mir ein bisschen zu dünn ist. Und ja, also das ist ein Moleskine-Buch. Allerdings wollte ich einen gelben Leuchtturm und es gibt in Erfurt drei Anlaufstellen für Leuchtturm-Notizbücher, die mir zumindest auf Anhieb eingefallen sind. Und die hatten alle kein A5 Softcover in Gelb und das war der Wunsch, den ich gehabt hätte. Weil Gelb einfach gut zu der Jahreszeit gerade passt und ich es auch allgemein sehr schön finde. Mein letzter Moleskine war ja auch so ein Gelb-Orange-Ton und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, das habe ich allerdings nicht gefunden.
Und deswegen habe ich mich in meinem eigenen Stash nochmal umgeschaut und habe dieses schwarze Moleskine-Notizbüchlein gefunden. Ich zeige euch gerade nicht das Cover, weil das war ein Geschenk von der Firma, in der ich arbeite. Und da ist vorne das Firmenlogo drauf. Und deswegen, ich möchte, glaube ich, nicht, dass das ganze Internet weiß, wo ich arbeite. Deswegen hätte ich mir vielleicht ein bisschen besser überlegen sollen vorher und das abkleben können oder so. Aber es ist einfach ein schlichtes, schwarzes Moleskine-Dotted-Notizbuch, nur dass vorne eben das Firmenlogo drauf ist. Ja, auf jeden Fall ist das Setup bisher sehr schlicht, wie ihr sehen könnt. Die Monatsübersichten sind sehr schlicht gestaltet. Ich habe weder gedoodelt noch sonst irgendwas. Ich habe hier die Kästchen immer 3x3 gemacht jeweils. Und wenn ein Monat mal 6 Zeilen hatte, habe ich das dann so gemacht, dass ich normal angefangen habe und das, was nicht mehr drauf gepasst hat, quasi hier dann wieder nochmal hingeschrieben habe. Also hier geht es dann weiter mit 30, 31. Das war jetzt ein paar Mal der Fall beim Dezember und noch irgendwann, ich weiß schon gar nicht mehr wann. Ist ja auch egal. An der Stelle, wo ich jetzt hier rechts noch ein bisschen Platz hatte, da habe ich jetzt die Geburtstage immer dazu geschrieben, falls es welche gibt, an die ich mich erinnern möchte. Und ja, das ist jetzt soweit der Stand der Dinge. So wie ich es jetzt bisher gemacht habe. Ich habe für die Gestaltung diese Iconic Feinliner-Textmarke genommen, wie man das auch mal bezeichnen möchte. Ich weiß gar nicht. Hier steht einfach Le Stylo Feutre, was auch immer das bedeutet. Created by Iconic. Die habe ich in Berlin gekauft bei einem dieser coolen Stationery-Läden. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher das war. Das ist auf jeden Fall dieses Vintage-Set, glaube ich, war das irgendwie so. Ich fand das sehr schön von den Farben her. Ich weiß gerade gar nicht, wo der Rest ist. Ah, da. Das waren diese 5 in dem Set. Und die seht ihr hier auch eigentlich immer. Also das sind die 4 Farben und dann war hier das Grau hier noch mit dabei, was ich sehr schön fand. Ja, die Coverpage für den Juli, also das habe ich jetzt alles einheitlich und sehr schlicht gestaltet und dann ging es jetzt los mit den Wochenübersichten. Die machen mir gerade sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich habe mir dann immer so 2 Farben von diesen Stiften für eine Woche jeweils ausgesucht und schreiben tue ich gerade mit dem Muji Fineliner in 05. Ja, der trocknet hier relativ langsam, muss ich sagen. Also ein paar Mal habe ich hier schon irgendwas verwischt, aber ja, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm. Hier habe ich mich auch direkt vermalt. Also ich habe jetzt auch schon öfter mal hier meinen Tippex gebraucht. Ja, auf jeden Fall ist das hier so das Layout, was ich jetzt Woche für Woche benutzt habe. Also Woche für Woche, das ist gerade mal die 3. Woche hier drin. Ansonsten ist jetzt nicht ganz so viel los. Ich habe hier noch eine Liste angefangen, die ich euch aber ungern zeigen möchte. Für ein Projekt, was ich für die Zukunft noch geplant habe. Mal schauen, ob ich das in die Tat umsetzen kann. Und hier hinten habe ich noch so einen Stiftetest gemacht. Und ich muss sagen, dieses Moleskine-Papier schlägt sich besser als das Moleskine, was ich letztes Jahr benutzt habe, dieses Orange-Gelbe. Weil hier drücken die Stifte irgendwie nicht ganz so gut, oder nicht durch, nicht ganz so gut durch. Schade. Oh. Ja, auf jeden Fall hat mir das doch dann ganz gut gefallen. Die haben jetzt alle nicht so stark durchgedrückt. Und das war gut. Und das benutze ich jetzt soweit. Ich wollte jetzt einfach hier die Woche noch ein bisschen weiter journalen, beziehungsweise das so eintragen, zumindest was mir noch so einfällt. Ich habe zum Beispiel am Donnerstag noch eine Bestellung gepackt. Und das müsste ich heute auch nochmal machen. Dann, was war noch los? Hier waren wir noch nach der Arbeit, da hatte ich Jan abgeholt von seiner Arbeit. Der hat da, glaube ich, bis 8:30 wieder gearbeitet.
Und dann waren wir noch ein Eis schlägern. Und vielleicht kann ich ja irgendwie ein Eis hier hinkleben oder so. Ich muss gerade an dieses eine Sticker-Set von Systrine Grene denken. Da waren, glaube ich, ein paar Eistüten mit drauf. Hier vielleicht irgendwo. Okay, hier schon mal nicht. Aber hier könnte ich heute zum Beispiel was fürs Frühstück benutzen. Oder so. Die gefallen mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut, weil dieser Doodle-Stil mir irgendwie nicht mehr so gut gefällt. Aber ein paar sind doch ganz cute. Und hier ist aber trotzdem kein Eis dabei. Es war noch ein dritter Bogen damit dabei. Aber den. Doch, hier. Da habe ich die beiden Eistüten schon verbraucht. Ja, schade. Ja, gut. Okay, habe ich noch irgendeine Variante, Eis hinzukleben? Mir fällt gerade ein Washi-Tape ein, das habe ich aber nicht mehr. Auch gut. Ja, dann male ich das einfach mal hin. Dann habe ich gestern, was habe ich denn gestern gemacht? Ach so, ich habe eigentlich einfach nur gemalt gestern Abend. Vielleicht könnte ich das hier verwenden dafür. Ich habe zwar auf dem iPad gemalt, aber es passt ja trotzdem ganz gut hier mit dem Bleistift. Die lassen sich irgendwie relativ schlecht ablösen, diese Sticker. Die sind auf so eine Art Washi-Papier gedruckt. Also es ist kein normales Stickerpapier, würde ich sagen. So, ja, okay, das sieht doch ganz sweet aus. So, dann kann ich für heute auch noch das Häkchen hier setzen. Wir trinken seit einiger Zeit jetzt irgendwie frühs immer ein Glas Zitronenwasser. Und hier hat es ganz gut gepasst. Da konnte ich mein eigenes Sticker-Sheet verwenden und habe die Zitrone hier drauf geklebt. Und hier habe ich so einen kleinen Tracker hingemacht, damit ich auch wirklich dran denke. Hier ist jetzt noch Platz frei. Das heißt, da könnte ich auch noch irgendwas hinkleben. Und da gucke ich eigentlich immer gern in mein Washi-Sticker-Buch, von dem ich gerade nicht weiß, wo das ist. Tada! Ja, hier habe ich so ein paar Sticker einfach ausgeschnitten und ich gucke eigentlich immer gern bei den Headers, ob irgendwas dazu passt. Also irgendwas Gelbes oder Blaues suche ich, oder so eher Türkis. Die vielleicht? Aber irgendwie nicht so wirklich, oder? Na doch, es passt eigentlich ganz gut. Die ist leider ein bisschen zu groß hier mit der Katze, obwohl die auch gut gepasst hätte. Die hat sowohl was Türkises als auch was Gelbes. Sehr musikalisch unterwegs hier. Ja, eigentlich nicht. Aber ich klebe sie trotzdem hier mal mit dazu. Das Blöde bei so Washi-Stickern ist, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht mit diesen hier, ist, dass sie danach irgendwie nicht mehr so gut mehr kleben. Aber es ist okay, mit ein bisschen Nagel andrücken und wieder glatt streichen hier klappt das eigentlich ganz gut. So, dann müssen wir heute auch noch einkaufen. Habe ich noch sonst irgendwas? Ich weiß nicht. Das hier kann ich noch abhaken. Und das habe ich angefangen. Wie markiere ich mir jetzt angefangen? Ja, weiß auch nicht. Ich lasse es einfach mal. Gut.
Dann war es das jetzt, glaube ich, zu dem Bullet Journal. Und dann würde ich mich mal wieder sehr gern meinem richtigen Journal widmen. Ich benutze gerade, jetzt wo ich das MD-Notebook in A5 vollendet habe, da habe ich euch ja auch als letztes Video, glaube ich, den Flip-Through gezeigt. Ach nee, zwischendrin gab es nochmal einen Vlog, glaube ich. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt das kleinere Pendant dazu geholt. Und zwar ist das B6 Slim, glaube ich. Ich habe mir auch das passende Papiercover dazu geholt. Und ja, benutze das jetzt schon seit einiger Zeit und habe das jetzt so ein bisschen angefangen, ja, ähnlich wie das andere erstmal zu verwenden, mit viel Schreiben und Kleben erstmal. Hier habe ich einmal was gemalt, aber sonst war das jetzt immer Geschreibe und Klebe. Es gibt auch ein Flip-Through auf meinem Instagram-Account, falls euch das interessiert. Könnt ihr auf meinem Profil mal vorbeischauen. und ja, dann hatte ich irgendwann mal so ein Tief mit dieser Klebetechnik, die ich immer gemacht habe. Ich weiß nicht, ich hatte da einfach keine so richtige Lust mehr drauf. Und dann habe ich einfach wieder angefangen, das so zu machen, wie ich das so ganz früher in meinem Hobonichi gemacht habe. Also mit diesem kleinen Freund hier. Den werden vielleicht einige von euch noch kennen. Das ist die kleine Winsor & Newton Pocket Palette. Die hat, glaube ich, noch einen speziellen Namen, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Die ist sehr günstig und ja, die kann ich eigentlich so ganz gut empfehlen für so kleinere Doodles. Und falls ihr mal Aquarell für euch ausprobieren möchtet, die kostet, glaube ich, so um die 10-15 Euro. Die beiden Farben hier habe ich von Schminke hier mit dazu getan. Das erkennt man auch ganz gut, dass die hier nicht so wirklich reinpassen. Die stehen so ein bisschen über. Das ist einmal so ein heller Hautfarbenton und ein Schwarz. Das war hier nämlich auch nicht drin. Dafür habe ich Weiß rausgetan und einen Blauton. Und ja, mit der Palette fahre ich eigentlich ganz gut für so kleinere Geschichten hier. Und ja, damit würde ich, glaube ich, ganz gern weitermachen. Hier gibt es einen kleinen Flip-Through hier mal für euch. Und ich habe diesen Eintrag hier, sehe ich gerade, noch gar nicht zu Ende gemacht. Denn hier bei dem Bild fehlen natürlich noch die Outlines. Und die möchte ich doch noch mal kurz und schnell ergänzen. Thank you.
So Leute, ich bin jetzt fertig soweit mit der Seite und ich bin eigentlich recht zufrieden. Die Chibis sind ein bisschen sehr krakelig geworden. Ich muss auch zugeben, es ist immer ein bisschen anstrengend zu zeichnen, wenn das Stativ hier so rumsteht, weil ich mich da nicht so ganz frei bewegen kann, wie ich es gerne würde. Ja, und es nicht so ganz aus dem Bild rausschieben kann und ein bisschen drauf achten muss. Es wird jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht so super perfekt gewesen sein von der Perspektive her, aber ich hoffe, es war einigermaßen in Ordnung. Und ja, mir fällt gerade auf, eigentlich müsste Sarahs Bein hier noch so ein bisschen weitergehen. Das ist jetzt merkwürdig. Okay, das sieht jetzt sehr komisch aus. Das hätte ich lieber lassen sollen. ja, gut gemacht. Jedenfalls war das jetzt soweit mein Eintrag. Der Chibi-Stil macht mir gerade wieder sehr viel Spaß, aber ich leg mich jetzt einfach nicht mehr so auf einen Stil fest. Das heißt, wenn ich irgendwie Lust habe, werde ich auch wieder sowas hier machen mit Fotos und Stickern und Klebereien und irgendwelchen Zitaten und so weiter und so fort. Aber das hier macht mir gerade einfach sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt auch so ein bisschen Spaß damit. Und ihr könnt mir gerne mal erzählen, was gerade so euer Planungssystem ist. Jetzt beginnt ja so die zweite Jahreshälfte und ich habe das Gefühl, dass es da bei einigen immer zu so einem kleinen Umbruch kommt. Also ihr könnt mir gerne mal berichten, wie es bei euch so derzeit aussieht. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Genießt die warmen Tage und geht schön viel raus und unternehmt was. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.